Hallo zusammen, ich bin Nina und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Yoga-Einheit hat ihren Fokus vor allem auf unserer Beinrückseite sowie dem unteren Rücken. Es erwarten dich aber auch ein paar wunderbare Hüftöffner. Generell wird es in dieser Einheit etwas ruhiger zugehen und wir werden die Dehnungen für circa 1,5 bis 2 Minuten halten. Im besten Fall ist dein Körper schon ein wenig aufgewärmt, zum Beispiel durch ein paar Sonnengrüße oder einem kurzen Flow auf meinem Kanal. Als Hilfsmittel benötigst du auf jeden Fall einen Yogagurt oder einen Bademantelgürtel. Optional noch ein Kissen oder eine Decke, sowie 2 Yogaklötze oder wenn du keine Klötze hast, 2 dicke Bücher. Schau, was dir heute gut tut. Und akzeptiere die Grenzen deines Körpers und sei bei tiefen Dehnungen bitte immer ganz besonders achtsam. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser 30-minütigen Deep Stretch Yoga-Einheit. Bis gleich auf der Matte. Gut, schnapp dir bitte einmal direkt deinen Yogagurt und dann beginnen wir in Rückenlage. Stell dein linkes Bein angewinkelt auf und leg den Gurt um deinen rechten Fuß und dann strecke ihn ganz achtsam nach oben aus, während du mit deinen Händen den Gurt zu dir nach unten ziehst, bis du eine sanfte Dehnung in deiner Beinrückseite spürst. Dein rechter Fuß ist geflext, die Zehen ziehen zu dir ran. Nimm diese intensive Dehnung wahr und wenn du möchtest, streck dein linkes Bein gerade nach vorne aus. Entspann deine Schultern und lass deine Gesichtszüge ganz weich werden. Schicke deinen Atem in deine gesamte rechte Beinrückseite. Spür die Dehnung in deiner Wade, deinem Oberschenkel und vielleicht sogar bis ins Gesäß. Dann atme nochmal tief ein und aus. Sehr gut. Löse langsam auf und dann wechsel die Seiten. Lege deinen Gurt jetzt um deinen linken Fuß und strecke ihn sanft zur Decke, während du wieder an deinen Gurtenden nach unten ziehst. Geh hier nur so weit, bis du eine angenehme Dehnung ohne Schmerz spürst und du dich ganz auf diese Position einlassen kannst. Strecke auch gerne dein rechtes Bein nach vorne aus. Bring die Aufmerksamkeit in deinen linken Fuß und zieh die Zehen zu dir heran. Deine Schultern sind entspannt und deine Augen sehr gerne geschlossen. Und dann schenk dir nochmal einen ganz tiefen Atemzug ein und aus. Sehr gut. Dann löst das Ganze wieder auf und leg den Gurt neben dich. Winkel deine Beine an, greife deine Knie und ziehe ein paar große Kreise mit deinen Knien von außen nach innen. Dann wechsle auch mal die Bewegungsrichtung von innen nach außen. Wunderbar. Unsere nächste Position, Happy Baby, halten wir für etwa 2 Minuten.
Greif nun von innen an die Außenseite deiner Füße, fühl die Knie Richtung Boden und lass deine Fußsohlen nach oben Richtung Himmel zeigen. Deine Füße sind nun genau über deinen Knien ausgerichtet und dein gesamter unterer Rücken liegt flach am Boden auf. Schließ deine Augen und schicke den Atem in deine Hüften bzw. da, wo du diese Haltung am meisten spürst. Wenn du magst, kannst du auch hier jederzeit gerne von der rechten zur linken Seite wippen, wenn sich das für dich gut anfühlt. Und wir halten jetzt noch für circa eine weitere Minute und ich lasse dich hier ganz bei dir und sage einmal nichts. Schenk dir noch einen tiefen Atemzug ein und aus. Und dann löse das Ganze wieder auf. Streck deinen Körper gerne einmal in die Länge und zieh dich weit auseinander. Dann greif einmal unter deine Kniekehlen und schaukel so ein paar Mal auf und ab. Schenk dir eine Massage entlang deiner Wirbelsäule. Und dann komm von hier übers Sitzen in den Vierfüßler und dann weiter in den herabschauenden Hund. Lass ihn gerne dynamisch werden. Beweg deine Fersen auf und ab, dreh den Kopf und deine Schultern von rechts nach links. Mach intuitiv das, was sich jetzt gut anfühlt. Sehr schön. Dann komm wieder in einen ruhigen, herabschauenden Hund und verkleinere einmal den Abstand zwischen deinen Händen und Füßen. Also komm mit deinen Füßen so ein kleines Stückchen weiter nach vorne und stell sie mattenbreit auf. Von hier aus probier mit deiner rechten Hand deinen linken Knöchel zu greifen und dann schau tendenziell unter deiner linken Achsel nach oben. Bleib ganz stark in deinem linken Arm und spüre diese intensive Dehnung in deiner Beinrückseite. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Sehr gut. Dann wechsle wieder die Seiten. Deine rechte Hand kommt nach vorne und jetzt greift die linke Hand deinen rechten Knöchel und du schaust quasi unter deiner rechten Achsel nach oben bzw. in die Richtung. Großartig. Atme wieder tief ein
Und ganz lösend wieder aus. Und dann komm von hier wieder zurück in deinen klassischen herabschauenden Hund. Mach den Schritt wieder etwas größer. Die Füße stehen hüftbreit. Dann atme ein, heb dein rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Und atme aus, führe deinen rechten Fuß zwischen deine Hände und erde dein linkes Knie und Fußrücken. Bring jetzt deine Hände gern auf die Innenseite von deinem rechten Knie und richte dich hier gut ein. Wenn du möchtest, leg dir deine Decke unter dein linkes Knie, um es dir etwas bequemer zu machen. Heb den Blick, bring deine Hüfte schön tief und mach den Rücken ganz lang. Schließe auch hier wieder sehr gerne deine Augen und konzentriere dich nur auf diese wunderbare Dehnung. Achtung! Wandere nun mit deinem rechten Fuß an die Außenseite deiner Matte und stell ihn etwas seitlich auf. Löse deine rechte Hand vom Boden und schieb dein Knie noch weiter nach außen. Schieb deine Brust dabei auch ganz weit zur rechten Seite auf. Öffne dein Herz. Und wenn du möchtest, kannst du auch ganz auf die Außenseite von deinem rechten Fuß kommen, um die maximale Öffnung zu erreichen. Spüre diese intensive Dehnung deiner Leisten, deines Hüftbeugers und schenk dir ein wohlverdientes Lächeln. Dann löse auf, wandere mit deinem Fuß wieder zurück zur Mitte und dann verlagere dein Gewicht nach hinten für den halben Spagat oder Runner Stretch. Probier hier deinen Rücken ganz lang zu lassen und geh nur so weit in diese Dehnung, wie es sich noch gut für dich anfühlt. Optional kannst du dir auch gerne zwei Blöcke rechts und links von dir aufstellen, um deinen Oberkörper etwas zu erhöhen. Beide Varianten sind absolut richtig und gleichwertig. Schau, was zu deinem Körper und deiner heutigen Verfassung am besten passt. Und dann konzentriere dich wieder etwas mehr auf deine Atmung, indem du ganz tief ein- und ausatmest. Und für einen kleinen Twist, löse deine rechte Hand vom Boden und führe sie weit nach oben. Kreiere ganz viel Länge und Platz in deine Wirbelsäule und halte für drei Atemzüge hier. Wunderbar. Löse ganz sanft wieder auf. Erde deine rechte Hand, verlagere dein Gewicht wieder nach vorne und steig zurück in den herabschauenden Hund. Nimm hier einmal wahr, ob du einen Unterschied in deinen Hüften, in deinen Leisten und in deiner Beinrückseite wahrnehmen kannst. Und dann machen wir auch schon weiter mit der anderen Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein weit nach oben. Und stell es mit dem Ausatmen wieder zwischen deinen Händen ab und erde dein rechtes Knie und Fußrücken. Leg dir auch hier wieder, wenn du möchtest, eine Decke unter dein rechtes Knie. Dann bring die Hände an die Innenseite deines linken Knies und finde auch hier wieder eine gute Position für dich. Heb den Blick, entspann deine Schultern. Und kreiere ganz viel Länge in deinem unteren Rücken.
Und dann wandere mit deinem linken Fuß ganz an die Außenseite deiner Matte. Löse deine linke Hand vom Boden und schieb dein Knie weit nach außen. Komm hier auch gerne wieder auf die Außenseite deines Fußes. Öffne dein Herz und werde ganz groß hier. Versuche mit deinem Atem zusammenzuarbeiten, ganz bewusst wahrzunehmen und zu spüren, wie es dir geht und was heute möglich ist. Das kann von Tag zu Tag total verschieden sein. Dann löse ganz sanft wieder auf, erde deine Hände, bring den Fuß wieder zurück zur Mitte und dann verlagere dein Gewicht nach hinten für unseren halben Spagat. Jetzt ist dein linkes Bein gestreckt und dein rechtes angewinkelt. Gehe hier wieder so weit, wie es sich für dich gut anfühlt und denke gegebenenfalls an deine Option mit den Blöcken. Konzentriere dich ganz auf deinen Atem. Atme ganz bewusst tief ein und wieder aus. Und dann löse deine linke Hand sanft vom Boden. Und dreh dich so weit wie möglich auf für unseren wunderbaren Twist. Schaffe hier auch wieder ganz viel Länge in deiner Wirbelsäule. Verbinde dich mit deiner Matte und finde Stabilität. Großartig. Dann löse auf. Erde deine Hände, verlagere dein Gewicht wieder nach vorne und komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Halte hier für ein paar Atemzüge, lass den Kopf ganz locker hängen und schau jetzt nochmal, wie es deinen Hüften so geht. Und dann wandere mit ganz vielen kleinen Schritten nach vorne an den Anfang deiner Matte. Beug die Knie und greif deine gegenüberliegenden Ellenbogen und dann lass dich ein paar Mal von links nach rechts baumeln, von vorne nach hinten. Dein Kopf ist ganz schwer, deine Schultern sind entspannt und deine Augen geschlossen. Denk einfach an nichts. Und häng hier für einen kurzen Moment ab. Dann löst die Verschränkung in deinen Arm und bring deine Fingerkuppen zu Boden. Für eine kleine Variation kreuz einmal deine Beine, indem du deinen rechten Fuß links von deinem linken Fuß aufstellst und dann bleibe hier für 3 Atemzüge und lass den Kopf wieder ganz schwer hängen. Spür mal ganz aufmerksam in deine Beinrückseite und deinen unteren Rücken und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit ganz hier in diesem Moment. Dann löst die Verschränkung langsam auf und steige mit deinem linken Fuß an die rechte Seite deines rechten Fußes und bleibe auch hier wieder für 3 Atemzüge. Schließ gerne wieder deine Augen und lass deine Gesichtszüge ganz weich werden. Und dann entknote dich wieder
und roll dich Wirbel für Wirbel auf ins Stehen. Und dann, wenn du da angekommen bist, streck dich einmal ganz weit nach oben in die Länge. Streck dich, reck dich, mach dich lang. Und dann finde von hier deinen Weg zurück zu Boden. Setz dich auf deinem Gesäß ab, streck die Beine nach vorne aus und zieh dein Sitzfleisch nochmal nach hinten oben, um den Kontakt zur Matte wieder ganz wahrzunehmen. Für unsere sitzende Vorbeuge, Paschimottanasana, schnapp dir zunächst wieder deinen Gurt und wickel ihn um deine Füße herum. Finde dann mit der Einatmung ganz viel Länge und mit der Ausatmung komm vom Brustbein geführt langsam nach vorne und unten in die Vorbeuge. Du kannst dir jetzt gerne eine leichte Dynamik reinbringen, indem du dich mit jedem Einatmen ein Stückchen nach oben aufrichtest und mit jeder Ausatmung noch ein klein wenig weiter nach vorne kommst. Wenn du den Gurt nicht weiter benötigst, dann leg ihn gerne beiseite und greife das, was du greifen kannst. Mit der Bedingung, dass dein Rücken so gerade wie möglich bleibt. Wo auch immer du dich jetzt befindest, finde eine optimale Variante deiner sitzenden Vorbeuge. Der Blick geht Richtung Schienbeine und dein Atem ist ganz ruhig und gelassen. Bleibe hier jetzt noch für einen kleinen Moment und genieße die Stille. Wunderbar. Löse ganz sanft wieder auf. Locker deine Beine gern mal kurz aus. Und jetzt kommt nochmal ein ganz wunderbarer Hüftöffner. Winkel dazu dein linkes Bein an, als würdest du dich in den Schneidersitz setzen. Und dann umwickel deinen rechten Unterschenkel wie ein kleines Baby. Leg ihn richtig in deine Arme. Richte deine Wirbelsäule gerade nach oben auf und schaukel dein Bein gerne mal so ein bisschen von rechts nach links. Ganz locker, ganz entspannt. Und dann löse wieder auf, leg dein rechtes Bein am Boden ab und nimm den linken Unterschenkel in den Arm. Nimm wieder eine schöne aufrechte Position ein und wieg dein Bein wieder von rechts nach links, wie ein kleines Baby. Sehr schön. Löse auf, stell deine Beine auf, greif unter die Knie. Und dann komm langsam Wirbel für Wirbel in Rückenlage. Für eine Variation der liegenden Drehung überschlag dein rechtes Bein über das linke, wie als würdest du auf einem Stuhl sitzen. Und dann hüpf dein Becken leicht nach rechts und lass die Beine ganz sanft zur linken Seite sinken. Leg deine linke Hand gerne auf deinen Knien auf. Und dann streck die rechte Hand zur rechten Seite aus. Komm hier ganz zur Ruhe. Schließ deine Augen und entspann dich wieder ganz in Stille.
Dann löse ganz sanft wieder auf. Wechsel die Verschränkungen in deinen Beinen. Hüpf dein Becken leicht nach links. Und dann lass deine Beine rüber zur rechten Seite sinken. Beobachte wieder deinen Atem. Entspann deinen Kiefer, den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und erlaube deinem Körper ganz schwer und weich zu werden. Sehr schön. Löse ganz langsam wieder auf. Und dann leg dich ganz flach am Boden ab und lass Ruhe einkehren. In deinen Körper, in deinen Geist. Deine Füße liegen etwas breiter als hüftbreit. Die Zehen rollen nach außen. Dein Becken liegt ganz schwer auf der Erde. Dein Bauch ist weich. Dein Atem fließt ganz natürlich und intuitiv. Deine Arme liegen bequem zu beiden Seiten. Handflächen zeigen nach oben. Dein Hinterkopf liegt ganz schwer auf. Entspann deinen Kiefer und deine Gesichtszüge. Deine Stirn ist ganz entspannt. Genieße dein Shavasana. Und dann komme deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu dir,
auf deine Matte. Leg dich wieder auf, mach ganz kleine Bewegungen mit deinen Händen und Füßen. Werd langsam ein bisschen größer, streck dich in die Länge. Mach das, was du jetzt brauchst. Dann leg dich nochmal auf deine Lieblingsseite ab, bleib da für einen kleinen Moment liegen und wenn du dann soweit bist, dann komm noch einmal in einen ganz bequemen Sitz. Such ihn dir aus, völlig egal welcher. Und dann leg deine Hände nochmal für einen kurzen Moment in deinen Schoß. Spür in dich hinein, wie du dich fühlst, wie dein Körper sich anfühlt. Ob und wo du eine Veränderung spürst. Dann schenk dir ein Lächeln und bedank dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für diese Yogastunde genommen hast. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Namaste.